Ja, also vielen lieben Dank. Also wir haben heute einen ganz besonderen Gast in unserem Camp, Professor Hermann Maurer, langjähriger Institutsvorstand vom Institut für Informationssysteme und Computermedien an der TU Graz. Ich glaube, einer der großen Pioniere im World Wide Web. Und daher freut es mich also besonders, dass du es auch kurz vorbeigeschaut hast. Du hast ja auch einen Artikel in L3T geschrieben, also der befindet sich jetzt gerade irgendwo zwischen Lektorat und Layoutierung. Vielleicht kannst du kurz erzählen, was du geschrieben hast für L3T. Na, im Prinzip hat es mich gejuckt, ein bisschen die Geschichte von WWE und Internet und E-Learning einmal aus europäischer Sicht zu schildern. Denn es wird eigentlich immer so getan, als wäre das letzten Endes eine amerikanische Entwicklung. Und da ist es so, dass ich mit dem, der immer als der große Schöpfer des World Wide Webs genannt wird, der Berners-Lee, so einen kleinen Konflikt habe, einen persönlichen, und das weiß er auch, darum traue ich mir das zu sagen, weil er für sich irgendwie so hineingerutscht ist in die Rolle. Er hat das alles entwickelt und in Wirklichkeit war es ein Team in CERN von 4 Leuten, wobei vor allem der Zweite, der Robert Carlyle, sehr viel gemacht hat. Und kaum ist dann der Berners-Lee halt vom MIT geheiratet worden, hat er seine europäischen Verbindungen einfach vergessen. Und das haben ihm die ein bisschen übel genommen und ich eigentlich auch. Und das war so der, einerseits der Aufhänger und zweitens ist es natürlich so, dass ich relativ früh beim E-Learning mitgemacht habe. Also ich kann mich noch auf die Plato-Zeiten erinnern, also sprich an die 60er Jahren, wo Plato in Illinois entwickelt worden ist. Und ich habe in meinem Leben halt x kleinere und größere Experimente mit E-Learning gemacht, mit durchaus durchwachsenem Erfolg. Insofern hat mich das Thema jetzt mein ganzes Leben verfolgt, dass ich würde sagen, ja, jetzt sind es bald 50 Jahre oder mehr, dass ich mich damit beschäftige. Also in dem Sinn gehöre ich zu einem Dinosaurier und das hat mir Spaß gemacht, den Blick eines Dinosauriers auf die, ein bisschen zurück und ein bisschen auf die Gegenwart zu richten. Vielleicht, du sagst ja immer wieder, du hast sehr viele Erfahrungen im E-Learning gehabt. Was würdest du sagen, war dein größter Schwank oder was würdest du uns gerne mitgeben, E-Learning, wie es vor 20 Jahren war, irgendetwas Lustiges, was du erlebt hast? Naja, es ist so, dass man eigentlich beim E-Learning aus meiner Sicht immer wieder tricksen muss. Also wie wir zum Beispiel das erste Labor für E-Learning hier eingerichtet haben an der TU Graz, damals hat noch nicht jeder einen Laptop gehabt, das heißt, wir haben ein Labor gehabt mit halt 40 Arbeitsplätzen, wo man sich eben viele Sachen hat durcharbeiten müssen, um einen Kurs, eine Vorlesung eben entsprechend absolvieren zu können. Und nachdem wir das eröffnet haben, war das leer. Ich bin dort also tagelang vorbeigegangen, weil es nie jemand dort gesessen hat, das benutzt. Und daraufhin bin ich eines Abends hingegangen. Das waren so Anmeldezetteln dort, wie bei einem Tennisplatz, wo man sich eingetragen hat, wann man auf welchem Gerät sitzen will. Und da hat sich niemand eingetragen. Ich bin an dem Abend einmal vorbeigegangen, wie mich niemand gesehen hat, und habe ungefähr die Hälfte der Felder in Kreuzahl mit einem erfundenen Namen gemacht. Und das hat Wunder gewirkt. Am nächsten Tag haben auf einmal alle Studierenden Angst gehabt, dass sie keinen Zeitschlitz mehr kriegen und auf einmal war alles voll. Und ich habe dann sogar eine neue Liste aufhängen müssen, wo ich die von mir belegten Kreuzer wieder habe entfernen können. Also das sind so kleine Sachen, die man mitkriegt, dass man manchmal bei den E-Learnings einen Anstoß braucht, weil gerade, also wenn man es breit einsetzt, doch die Versuchung ist, im Gegensatz zu einer Vorlesung, das ein bisschen zu verschieben. Nicht? Wenn halt um 8 Uhr früh eine Vorlesung ist und man weiß, es gibt keine guten Unterlagen dazu, dann kommt man dorthin oder nicht. Wenn halt dasselbe als E-Learning angeboten wird als Kurs und man ist am Abend auf einer Party, dann kann halt die Verlockung schon sein, dass man sehr lange auf der Party bleibt und dann am nächsten Tag nicht aufstehen will. Und das habe ich halt immer wieder gemerkt und da haben wir alle möglichen Tricks schon gemacht, um zu verhindern, dass dann 2 Wochen vor der Prüfung das System zusammenbricht unter der Last des Ansturms, aber während des Semesters es nicht regelmäßig benutzt wird. Und da gibt es ja Tricks, die Sie alle inzwischen verwenden und kennen, wie dass man halt Übungen einbaut, nicht so, dass man bis zu einem bestimmten Zeitpunkt schon bestimmtes Material durchgearbeitet haben muss und. Also das ist jetzt so, dass ich das kaum mehr sagen kann, die Tricks, die wir damals gemacht haben. Damals waren es neu und heute sind selbstverständlich. Ja, lieben Dank. Du hast uns auch ganz kurz im Camp noch besucht. Also wie ist dein Eindruck von Graz und vom Camp hier? Also ich bin beeindruckt, dass sowas so gut organisiert ist und dass da wirklich moderne Technologie einmal schon sinnvoll eingesetzt wird. Dass man also mehrere Standplätze hier zusammenbindet in einer tollen Weise und auch in einer
schon interessanten Aufgabenteilungsweise. Nicht? Also ich habe nicht gewusst, bevor ich hergekommen bin, in welchem Ausmaß eigentlich die Arbeit verteilt ist. Dass jemand sich immer um die Bilder kümmert und jemand kümmert immer um das Layout der ersten Seite und. Nicht? Also jemand, dass die Gendergerechtigkeit in Ordnung ist und so weiter. Und die Stimmung hier finde ich genauso lustig wie den Raum hier. Nicht? Also farbenprächtig gelöst und ja, wenn ich hoffe zumindest, sehe ich irgendein angespanntes Gesicht, nein, eigentlich nicht. Ne? Also trotz des Stresses, den es ja wohl auch gibt, wer nicht so viel Zeit zur Verfügung stellt, ist hier doch auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Spaß dabei und Gelassenheit dabei, die schon beeindruckend ist. Also ich kann allen, die hier sitzen, natürlich vor allem auch den Urhebern schon gratulieren dazu, dass man sowas auf die Beine gestellt hat und dann die Energie hat, das durchzuziehen. Gratuliere. Ja, ja, lieben Dank also für deinen Besuch. Und einen lieben Gruß wieder an alle da draußen. Ja, danke. Es war lustig, hier kurz dabei zu sein. Danke.